Jo, was geht, meine lieben Soccer-Junkies? Euer Anub ist wieder hier. Und ja, eigentlich hatten der 8899 Monster und ihr kennt ihn aus dem Stream, das Obi-Hörnchen, eigentlich vorhin eine hammergeile Rocket League-Aufnahme. Aber OBS spackt im Moment so richtig behindert rum. Und deswegen ist der Stream auch im Moment so scheiße, sag ich mal. Und stürzt immer wieder ab und sowas. Ich weiß nicht, was da los ist, aber okay. Aber wir hatten gerade ein hammergeiles Video, Rocket League, und mit einer super Diskussion. Und das Thema werde ich jetzt dank OBS nochmal für euch zusammenfasst nochmal hier bequatschen oder meine Meinung nochmal dazu kundgeben. Außerdem Grüße an beide gehen raus von 8899 Monster. Der Link ist in der Beschreibung. Lasst mal auf jeden Fall ein nettes Kommentar bei dem Boy da. Und ja, worum geht's eigentlich? Also, mein Problem, was ich habe. Wo bin ich? Weniger so cooler Spot. Ha, Glitch. Ah, komm, ich hau ab. Hau ab. Sonst wird das mein Tod. Lauf, 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 lauf. So, ein bisschen weiter darüber. So, mein Problem ist, ich habe vorhin zum Beispiel eine Nachricht bekommen. Per Steam, ich muss dich löschen, weil du meine Nachrichten ignorierst und auch, naja, ich nicht so viel mit dem Boy halt spiele. An sich war mir war er jedenfalls sehr sympathisch. Jetzt ist nur das Problem, und das geht mir persönlich sehr auf den Keks. Leute, ihr so viele schreiben mich immer in meinen Aufnahmen oder wenn ich aufnehmen will, schreiben sie mich an. Oder eben halt erwarten von mir, dass ich direkt Antwort gebe. So, ab und zu vergesse ich es auch, aber ich habe fast 400 Follower auf Twitch, 120 haben wir auf YouTube erreicht. Ne? Leute, das sind Zahlen, die gehen nicht einfach so an einen vorbei. Da kommt einiges zusammen und meistens ist es echt für mich so, bevor ich streame oder also anfange zu streamen oder zu aufnehmen zu können, muss ich meistens erstmal gut eine gefühlte halbe Stunde auf Stunde eure Nachrichten beantworten. Nebenbei kommt ja noch dazu, dass ich auf Twitter, Facebook und plane, den Support dann auch noch da anmachen bin. Für und mit euch. Ich habe hier so viel Arbeit und ich habe nur echt, was heißt geringe Unterstützung. Aber da ist halt nicht viel, weil ich das größtenteils alles selber mache. Und das Ding ist, ich bin schon am Umkrempeln mit den Jungs, die hier tatkräftig mit am Start sind. Nur eben halt, hauptsächlich mache ich das alles alleine. Ganz besonders mit der Support, weil die meisten auf diese Menge, die ich da mache, gar nicht klarkommen. Die kommen da nicht mit hinterher. Das ist zu hoch für die. Das packen die gar nicht. Die meisten geben nach, ich sag mal, 3-4 Wochen maximal auf. Weil sie erstens nicht die Zeit und zweitens nicht die Nerven dafür haben. Ist ja auch nicht böse gemeint. Ich habe da
mit diesem Support echt einiges auf die Beine gestellt. Aber das ist dann eine Last, die ich für mich selbst entwickelt habe oder die auf mich selber lastet. So, und aber das Problem ist, dass halt viele mich dann halt oder dass viele dann halt angepisst sind, wenn mal gar keine Antwort kommt oder eine Weile lang nicht. Und oder eben halt, dass viele mein Support oder unser Support, wir sind ja an sich immer noch ein Team, die, was da mir mentale und auch Infos gibt. Wir haben ja nebenbei auch die Gruppe zu verwalten. Liebe Grüße gehen hier raus an den Alex, der echt krass darauf aufpasst, dass auch alles legitim bleibt, dass keiner hier irgendwie in die Supportgruppe für Gaming irgendwas anderes rein postet, was da gar nicht reingehört. Finde ich sehr cool. So, aber viele erwarten von uns, nur weil ich setze mich ja mit jedem von euch auch beim den ersten paar Mal Treffen auseinander, aber viele erwarten von mir oder von uns dann direkt den riesen Erfolg, die 300 bis 400 Follower instant, und das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Aber ne, weil da sind wir wieder bei den Aber. Sie erwarten das, aber die senden uns vielleicht 2-3 Mal diese Sachen zu und dann war's das. Da melden sich diese Leute bei mir jedenfalls nicht mehr. Aber erwarten, dass ich weiterhin oder dass wir weiterhin supporten. Und das finde ich ein bisschen dreist. Das finde ich ein bisschen sehr dreist. Und dann gibt's hier, ach, dein Support ist kacke und keine Ahnung was für Beleidigungen, haben die Crew und ich alle schon hinter uns. Und dann kommt noch dazu, dass ich auch noch Baselife Music habe. Das muss auch noch supported werden. Ne? Da erwarten auch so viele regelmäßig den richtigen Support aus den Gruppen und sowas, die wir da mit drinne sind. Es ist alles sehr, sehr heftig und zeitaufwendig. Und das ist dann nicht jeden Tag der 100% Support für die einzelne Person zustande kommt, das ist ja wohl klar. Gut, wir arbeiten aktuell stark und intensiv daran, dass der Support besser und präziser wird. So viel ist gesagt. Aber Leute, ihr müsst auch ein bisschen dafür was tun, dass wir euch supporten können. Ihr müsst uns das zu den Seiten zusenden oder wenn ihr zum Beispiel für Baselife Gaming in der Gamer- und Videogame-Support-Gruppe drinne seid, müsst ihr da auch reinposten. Dann können wir das alles auch irgendwo bewerkstelligen und auch hingehen und das Ganze präzisieren. Allerdings, wenn ihr davon ausgeht, dass wir die ganze Arbeit machen, einfach nur teilen und wir werden schon auf gut Glück sehen, weil ihr es in 20 andere Gruppen gepostet haben, wo aber allerdings auch wieder 400 andere YouTuber und Streamer drin sind, dann ist halt ein bisschen kacke. Ne? Und wenn ihr Bock habt auf irgendein gemeinsames Projekt oder ihr was da am Start habt, dann schreibt uns das. Ich freue mich über sowas. Ich würde das gerne alles mitmachen. Und würde auch gerne gucken, dass ich viel mehr mit euch interagiere. Darum geht es sich doch. Aber von eurer Seite kommt im Moment, also ich will jetzt nicht haten oder jeden hier angreifen, sondern von vielerlei Seiten, die Leute wissen, wen ich meine, beschweren sich dann bei mir oder über die Seiten.
Und das ist, finde ich, scheiße. Das ist traurig. Weil wir versuchen, euch zu helfen. Wir versuchen, was Gutes zu tun. Und ihr erwartet etwas, aber wenn es dann von uns, aber von euch kommt eben halt nicht die passende Gegenleistung. Wir erwarten nicht mal wirklich von euch, dass ihr jetzt hingeht und all eure Freunde auf unsere Seiten oder sowas schickt. Das tun wir nicht. Das ist nicht unser Sinn und Zweck. Nur Leute, das Ding ist halt, wenn nicht auch irgendwas von euch kommt, dann schlägt halt das Ganze irgendwo ein bisschen fehl ein. Und deswegen, Leute, sendet uns per Facebook, Twitter eure Seiten. Sweezy Esport fällt mir da gerade gutes Beispiel drauf ein. Die haben uns nämlich per Twitter angeschrieben. Und haben gesagt, checkt mal unseren Content aus, Leute. Wir würden uns freuen. Gut, jetzt bin ich allerdings so beschäftigt gewesen, dass ich bisher nur dazu kam, mal auf ihren YouTube-Kanal zu gehen. Sorry daran, Boys. Euer Content hat mir persönlich an sich auf den ersten Blick aber sehr gut gefallen. Link zu deren Seite, also YouTube-Seite, hau ich auch mal mit in die Beschreibung. Weil die Jungs hängen sich da mit ihren Montagen echt rein. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Hat mich sehr gut unterhalten. Und Baselife, also abgesehen von Baselife Gaming und dann auch noch zu planen, irgendwelche Videos mit YouTubern und anderen Streamern zu machen. Kommt ja auch noch Baselife Music mit dabei, wo an sich in den letzten Monaten oder ich sag mal in den letzten 2 Jahren es immer mehr vernachlässigt wurde und nur noch Support kam. Wir haben zum Beispiel den Geburtstagsstream seit, ich glaube, 2 Jahren nicht mehr gemacht. Der eigentlich jedes Jahr kam von keine Ahnung wie vielen DJs, die dann ihre Sets zugesendet haben, was auch eigentlich sehr, sehr cool war. Aber das ist alles so viel Arbeit und mir fehlt persönlich als Einzelperson. Wo ist denn der? Shit. Als Einzelperson fehlt mir halt einfach die Zeit, um das alles auf die Beine zu stellen. Ich arbeite immer mehr daran, dass ich auch ein Team um mich rum habe, die mir helfen. Aber das ist schwer. Da wirklich zuverlässige und vertrauenswürdige Personen zu finden. Ah, da ist einer. Oh, jetzt ist Concentration angesagt. Bin ich immer noch nicht safe. Also ist halt alles sehr viel Arbeit. Ich hoffe auch, dass wir da. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen ansprechen konnte und dass wir in Zukunft mehr
und intensiver und besser mit euch zusammenarbeiten können, weil mich macht das persönlich traurig, wenn ich dann sowas lesen muss und eigentlich ich diese Person sehr gerne hatte. Es ist halt einfach nicht so leicht. Es ist halt schwer. Und das Ding ist auch noch, Leute, ich werde hierfür nicht mal bezahlt. Ich hab hier von, oder euch zu supporten, habe ich persönlich so gut wie gar nichts von. Es bringt mir nichts. Ich habe nicht den Traffic oder die Content-Reichweite wie Montana Black oder sonst was. Das haben wir hier nicht. Aber wir geben unser Bestes, damit ihr eine Möglichkeit bekommt. Wo ist denn der? Oh oh. Soll ich nicht? Nee, warte. Ist hier irgendwo. Ach, fuck. Stand neben mir auch noch einer. Ja, passiert. Runde ist vorbei. Na gut, jetzt habe ich auch ein bisschen... teilweise wegen der Konzentration den Faden verloren. Ich hoffe trotzdem, dass es euch sehr informiert hat und unterhalten hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Meinungen zu dem Ganzen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich gerne darüber in kommenden Videos oder auch in den Kommentaren mit euch darüber unterhalten. Ich würde gerne gucken, dass ich per Baselife oder das Baselife an sich zu euch eine bessere Bindung bekommt. Dass man sich gegenseitig besser unterstützen kann, Leute. Das ist ein ganz großes Ziel und sehr, sehr wichtig für mich. Also Leute, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich hoffe, dass das in Zukunft sich vieles, vieles tun wird. Und damit bin ich raus.